Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4. Wir müssen hier gerade den Wagen zu Brucey bringen. Eine höchst heikle Mission. Denn, ach guck an, hier ist auch ein Diner. Warum ist das denn gar nicht markiert auf der Karte? Naja, egal. Soll uns jetzt auch nicht weiter stören. Wir haben bis jetzt, sind vom Broker hierher gefahren und haben noch keinen Schaden an diesem Auto gekriegt. Perfekt, würde ich sagen. Jetzt dürfen wir natürlich auf den letzten Metern auch nicht failen. Das wäre, glaube ich, nicht so geil. Okay. Ist ja auch hier in dieser Industriegegend wohnt, der Typ. Gar nicht so weit weg von Roman. Oder von seinem Taxiladen da. Ah, hier ist die Garage. Park den Wagen in Brucys Garage. So, nochmal kurz einen Schluck getrunken. I got my hands on that Sabre GT. It's in the lockup now. That's one way of putting it, Brucey. Tell me if you want something else. $1,012 hat uns das gebracht. Schön krummer Wert. So, nehmen wir uns mal hier dieses Auto hier. Sieht ganz nice aus. So. Scheiße. Ach, fast Schluck auf hier. Wo haben wir denn unsere nächste Mission? Bei Forsten. Ja, genau, Forsten ist auch noch da. Da fehlt wieder eine richtig spannende Mission. Also, dass es unspannend wird, glaube ich eher weniger. Es wird schon was Heikleres. Ist ja bei Forsten immer so, da geht es mal zur Sache. Freue ich mich schon drauf, aber erstmal müssen wir da hinkommen. Vorne die Bullen, die dürfen wir nicht anfahren. Wäre nicht so geil. Jetzt sind immer die Briefkästen, ne? Das sind so unsere Opfer. Hier, nochmal. Da geht's aber auch auf der PlayStation die Framerate runter, ne? Ich glaube, wir nehmen uns hier mal in diesem blauen Mercedes. Der ist ein bisschen schneller. So, raus da hier. Sieht man eindeutig, dass das ein Mercedes ist. Ja, halt die Fresse. This is Weasel News. Sprung haben wir da. Sprite von GTA. Aber Pisswasser gibt's auch. Das ist auch sowas in der Art. Es ist auch so viele Insider gibt hier in diesem Spiel, ne? Auch so. Ich verstehe das auch gar nicht. Dann hast du so deutsche Wörter da drin. Die verstehen die Amis ja eigentlich gar nicht. Also, wer weiß, was es hier alles noch so für Insider drin gibt, von denen man eigentlich gar nichts weiß. Weil die man so gar nicht checkt. Ne? Ja, so ist das. Da wären wir auch schon. Diesmal riskiere ich das nicht mit diesem Rausspringen hier. Mal fahren wir hier mal ganz dreist mit dem Auto auf die hier auf die Auffahrt. Ja. Или Богу твоему так же наплевать на тебя, как и всем остальным. You're a superstitious old crone. I'll see you in hell. Someday I'll crucify you. Nico Bellic. Yes. Good name. Good name. Where's Dimitri? He's busy. He said he had something to do. Something. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? No, thank you. Well, I do. Ah.
Der ist echt verrückt, der Typ. You all right? What? Mr. Fauston? No! I'm fucking angry. I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. Why? She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her! Yeah, yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out-of-control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico, she's at Firefly Island. Go there. If she's meeting up with that biker pimp boyfriend, get him. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go. All right. Firefly Island. Ach, ich dachte, das wäre jetzt neues Gebiet. Aber ist wohl nicht. Okay. Dann, also... Der, Frosse, das ist ein ziemlicher Junkie. Ich glaube, der nimmt so ziemlich jede Droge, die man so irgendwie finden kann, der Typ. Vor allen Dingen mit seinem Koks und seinem Gesüff und so. Ja. Aber man kann sich, könnte sich natürlich glücklich schätzen, wenn man so einen Vater hat. Aber die Mutter, die Schlampe da, die Alte, die geht natürlich überhaupt nicht. Das Weg. So, was erwartet uns jetzt hier? Hm? Am I property of the lost now? Ha, if you were property, then all the brothers would get to share you. I want you all to myself. Get away from Mr. Faustin's daughter. Fuck you! This ain't Russia, and we ain't communists. Tell my father I can see whoever I like. I'm gonna get the brothers, and we're gonna kick your fucking ass! Nein! Ah, ich wusste, das wird so ein Verfolgungsjagd-Scheiß. Und dann auch noch auf dem Motorrad. Das kann ich doch gar nicht. Vor allen Dingen will ich das auch gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht. Ich habe ihn gekriegt, aber stört ihn natürlich nicht. Weil ich habe ihn schon mehrfach getroffen, mehrere Hits gesetzt, aber das stört ihn anscheinend einen Scheißdreck. Ah, fuck. Ich hasse es, Motorrad zu fahren. Gerade in diesem Spiel vor allen Dingen, ne? Also das ist echt zum Kotzen. Physik echt... Denkst du, fährst auf Pudding? Auf Pudding. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ist echt nicht schön, aber ich versuche natürlich hier jetzt das Beste raus zu machen und unseren kleinen Penner da, der Forstens Tochter fickt, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt, zu kriegen. Ja. Ich hoffe, er gibt hinterher von selber aus, aber ich denke, wir müssen ihn vom Motorrad schießen und wenn wir weiter so fahren, werden wir ihn doch nie kriegen, ey. Das ist doch... Ich bin ja kein Pessimist, ne, aber... Das könnte doch ordentlich schwer werden hier. Deswegen... Oh, scheiße. Hätte ich es mal doch für PC gespielt, dann hätte man ein bisschen besseres Aiming. Wow, 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 wow. Ah! Nein! Jage alle Biker und erledige sie. Deswegen konnten wir den eben nicht abschießen. Ach, scheiße, leck mich doch im Arsch.
super. Eine Pistole habe ich schon leer. Boah, steig ab. So, jetzt müssen wir hier... Ah, gut. Mann, müssen die sich so gut decken hier? Nein, ich will nicht sterben, aber ihr anscheinend. So, da haben wir noch den letzten. Ne, ist gar nicht der letzte. Er hat nämlich eine Shotgun hier. Aber auf Range wird ihm das überhaupt nichts bringen. So. Und da haben wir noch zwei, wenn ich das richtig sehe. Oh yeah! Wir haben fast überhaupt... Wir haben kein Damage genommen. Wie krass ist das denn, bitteschön? Oh yeah! Das ist nicht mal cool. Die Bullen. I've killed the biker. I don't know how happy your daughter will be. I don't care about happiness. I care about discipline and loyalty. Thank you, Nico. Okay. Ihn interessiert nicht, wie glücklich seine Tochter ist, sondern ob sie Loyalität beweist. Und wir müssen jetzt schleunig sehen, dass wir hier wegkommen. Denn durch die Mission haben wir einen Fahndungslevel-Stern. Ciao. Kacke, die verfolgen uns. Ah, das hat weh. Wir müssen jetzt hier nur hinter den Zaun kommen. Ach, scheiße. Jetzt sind wir schon raus aus dem Kreis. So, ich setze mich mal hin und kacke hier erstmal eine Ecke rein. Oh, ja. Oh, das musste lange raus. Was das jetzt sollte, weiß ich auch nicht, aber... was ist denn unsere nächste Mission? Auch wieder bei Mr. Forsten. Aber vielleicht fahren wir mal in den Waffenladen rein. Und dann beende ich auch diese Mission. Die AK hätten wir noch gehabt. Und die anderen Waffen waren halt eben... die haben wir nochmal aufgesammelt. Aber ich hätte ganz gerne eine Schutzweste. Aber dass das so einfach jetzt ging, hätte ich auch nicht gedacht. Einfach nur aus der Distanz rausschießen. Auch nicht schlecht. Ziemlich einfach, aber eine Schutzweste kann man immer gebrauchen. Mal gucken, ob die da eine haben im Waffenladen. Turn left. Wo wir wieder bei unserem englischen... GPS-Typen wären. Sprecher, ne? Genau. Ah, kann ja nicht mal aufhören zu sprechen. Das nervt dann doch schon ein wenig. Ah, hier. Habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt? Nein, nein, hier für Scheißmusik. Lass mal was Richtiges einstellen. Jesus, holy shit. Aber nein, ich will doch nie einen der lieben... Mitbürger aus Liberty City umfahren. Nein, um Gottes Willen. Steig jetzt aus. So. War das hier? Was haben wir denn hier? Das ist eine M16. Bald verfügbar. Haben die denn jetzt hier eine Schutzweste? Sieht fast nicht danach aus, aber... Alle bald verfügbar? Willst du mich verarschen? Sniper Rifle. Oh yeah. Warum bald verfügbar? Warum kann ich mir die nicht jetzt kaufen? Soll ich wahrscheinlich noch nicht. Warte, da vorne liegt eine Schutzweste. Oh yeah. Hat uns jetzt $500 gekostet, ist aber auch nicht so wild. Und damit, mit der neuen Schutzweste, die wir jetzt haben, warum haben wir denn so wenig Leben nur noch? Wir hatten noch, oder haben wir dadurch doch so viel eingebüßt? Eben. Egal, wir gehen in der nächsten Folge erstmal was fressen. Und bis dahin, ciao und haut rein!